Videokommentare bei Facebook, immer noch mein Geheimtipp, macht immer noch keiner. Alle sagen, was, das gibt es? Ja. Wunderbaren guten Morgen, Freunde, boom! Herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit dem vorletzten Tag hier auf Bali. Jetzt wird's ernst. Die letzten beiden Tage geben wir nochmal richtig Gas, dass jeder eine komplett fertige Roadmap stehen hat, wie es bei ihm dann zu Hause weitergeht, wie die nächsten Wochen aussehen, wie das Business weiter executed wird. Zusätzlich heute noch einiges an wichtigen Workshops, deswegen mit Vollgas rein. Wird hier healthy gehustelt? Nice. Aber hallo. Noch kein Frühstück gehabt, schon 2 Liter getrunken. Handy im Flight Mode. Handy im Flight Mode, absolut in der Zone. Productivity. Judith Williams, was steht bei Ihnen heute an? Ich bin nicht Judith Williams. Ich bin Rima Riefer, ihr aus der Rimas Duftmanufaktur. Ich arbeite quasi im Gehen. Rieke, woran sitzt du? Ich mache gerade den Entwurf für die Lara. Die Lara ist meine erste Kundin und ich zeichne gerade ihr Kraftbild und ich freue mich voll. Ihr Krafttier aus einer Meditation mit Laura Manina Seiler ist ein Elefant. Ich kann ihr Feedback kaum erwarten, ja. Das mache ich gerade. Ich freue mich voll, dir das zu zeigen, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Wir sehen jetzt deinen neuen YouTube-Channel, okay? What the fuck? Oh mein Gott, das ist voll geil! Das ist voll geil! Das ist so perfekt mit den drei Enkeln und den Flaschen! Oh Gott, ich bin dir so dankbar! Oh Gott, du hast das so perfekt gemacht! Und auch dieses! Oh mein Gott! Okay! Ich habe ja auch überlegt, dass man vielleicht dann auch gezielt auf die vielleicht Mikroinfluencer oder generell interessante Leute zugeht. Dass du der Leute raussuchst, die halt irgendwie nicht jetzt überriesig, aber so, weiß nicht, 10.000, 15.000, 20.000 oder sowas. Die sind auch noch dann in der Größe, wo die all ihre Nachrichten selber lesen und all so eine Sachen. Da kannst du, glaube ich, auch easy kommunizieren. Und dann sagst du, okay, ey, ich würde für deine Community einen persönlichen Duft entwickeln, den du dann, keine Ahnung, vielleicht haben die gerade auch irgendein Jubiläum vor sich, keine Ahnung, 3 Jahre oder 10.000 Follower Special oder irgendwie sowas. Und sagen, okay, ich mache dir das, ich schicke dir das, du kannst es an deine Community verlosen, kostet dich gar nichts. Und wenn du währenddessen in dem Prozess quasi ein bisschen darüber berichtest und mich tagst und so, dann freue ich mich darüber so. Und ich glaube, da kriegst du locker die Leute, das ist ja für dich jetzt auch nicht mega viel Arbeit. Und du lernst direkt wieder mega viel im Prozess. Ja. Und super interessant. Baust dadurch die Reichweite auf. Und dann kommst du halt schnell von 400 auf 600, 800.000 und so weiter. Eigentlich machst du jetzt quasi den gesamten Prozess für die Duftöle, machst du jetzt erstmal für die Influencer als Test. Ja. Im Individualisierten. Und das ist nämlich geil, weil du dadurch so viel lernen wirst. Du wirst so viel merken, was kommt gut an, was braucht man, wie beschreibt man das und so. Das ist ja so eine riesen steile Lernkurve steckt, glaube ich, für dich in diesem Prozess. Neben der Tatsache, dass du die Reichweite dadurch gewinnst, ist das, glaube ich, übergeil. Voll. Geil. Oh, vielen Dank. Freunde, ich will euch nochmal für das Testing-Mindset sensibilisieren. Ihr habt es gerade bei der Session mit Rima gesehen. Wenn wir etwas starten, völlig egal was ist, sei es jetzt ein physisches Produkt, wie bei ihr, mit den Duftölen, oder sei es jetzt ein Online-Kurs, oder sei es ein Coaching-Programm, oder was auch immer, ist es unglaublich wichtig, dass wir dieses Testing-Mindset am Start haben. Denn so viele haben so dieses, wenn ich rausgehe, dann muss es perfekt sein. Ich verstehe das total. Und da ist auch ganz viel Wertvolles im Kern drin. Es geht nicht darum, irgendwelchen Bullshit in die Welt hinauszusetzen, sondern wir wollen geile Produkte machen, die wirklich die Welt verändern, die etwas für Menschen kreieren, was für die wertvoll ist. Und dementsprechend ist dieser Perfektionismus-Gedanke sehr, sehr wertvoll und darf auch da sein. Allerdings ist für mich dann der Schlüssel, da so ein bisschen gegenzurudern und zu schauen, dass dieser Perfektionismus-Gedanke auch nicht ausufert, weil sonst passiert Folgendes. Wir arbeiten so lange an unserem perfekten Produkt und gehen dann erst raus, wenn es komplett fertig ist und merken dann entweder, okay, eigentlich haben wir darauf gar nicht so wirklich Bock, oder wir merken, unsere Community hat gar nicht so wirklich Bock darauf, oder wir merken, oh, das funktioniert ja vielleicht gar nicht, es muss eigentlich anders sein. Das bedeutet,
egal in welche Richtung wir gehen, die Frage ist immer, die sich mir stellt, wie kann ich so schnell wie möglich meine Energie, wie kann ich so schnell wie möglich meine Idee in etwas Zählbares ummünzen? Und bei Rima haben wir das jetzt so gemacht, sie entwickelt nicht zuerst ihre ganzen eigenen Duftöle und bringt dann irgendwann im halben Jahr die krasse Kollektion an den Start, sondern sie testet das Ganze jetzt mit Influencern, für die sie quasi individualisiert einen Duft entwickelt und kreiert dadurch einen direkten Mehrwert, aber immer an einem Beispiel, immer an einer direkten Person, an einem konkreten Produkt, um dadurch einfach viel schneller rausgehen zu können und die Learnings für sich und für ihre eigene Kollektion mitnehmen zu können. Und genauso können wir das bei einem Online-Kurs genauso. Wenn wir sagen, okay, ich möchte jetzt ein 10-Wochen-Programm zum Thema XY machen, dann können wir das Ganze über Social Media sehr, sehr einfach testen, können ähnliche Formate wie unserem Kurs zum Beispiel kostenlos auf YouTube publishen oder einem Podcast, können eine Live-Komponente mit integrieren durch Instagram, können eine Facebook-Gruppe integrieren und so weiter und so fort und haben damit eigentlich im Prinzip alle Möglichkeiten, die wir auch mit unserem Kurs haben und können damit jetzt heute, diese Woche beginnen und nicht erst in 2 Monaten, wenn wir das Ganze fertig entwickelt haben. Dementsprechend, Kern der ganzen Geschichte ist Testing Mindset, Lean Startup, das ist ein Kreislauf, der beginnt mit einer Vermutung, dann exekutieren wir diese Vermutung, ziehen direkt daraus die Learnings, verbessern dadurch das, was wir vorhaben, unser Angebot und stellen die nächste Vermutung an und testen auch wieder diese. Und das ist der Kreislauf und je schneller wir durch diesen durchlaufen, desto besser wird unser Produkt, desto schneller kommen wir voran und desto eher kreieren wir wirklich etwas, was sinnvoll ist und was anderen Leuten hilft und nicht nur sich für uns hier oben im Kopf gut anfühlt. In diesem Sinne, frohes Testen. Boom, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Workshop und heute mit unser aller Lieblingsthema Steuern. Also mein Lieblingsthema ist es nicht, aber wir haben uns jemanden eingeladen, der das mit sehr, sehr, sehr viel Feuereifer nach vorne trägt. Ronald Hafner, mein persönlicher Steuerberater und der coolste Steuerberater der Welt und ich freue mich riesig, ihn dabei zu haben. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch. Ich mache jedenfalls mit Leidenschaft Steuererklärungen, Buchhaltung und ich finde das auch total spannend, auch wenn es keiner glauben will. Was sind Sachen, wo ich viel Geld sparen kann, was jetzt Steuern betrifft? So kleine Hacks, sage ich mal. Ja, die erste Regel ist eigentlich, was viele unterschätzen, man sollte ab sofort jeden Einkauf, den man tätigt, dahingehend überprüfen, ob der irgendetwas mit der Firma zu tun hat. Und das ist doch häufiger der Fall, als man glaubt. Das geht los, wenn man Bürobedarf kauft, irgendwelche Stifte, Papier für den Drucker, Toner, solche Dinge. Bücher, die man erwirbt, wo man einfach gedankenlos einkauft, nicht dran denkt, dass es vielleicht doch betrieblich sein könnte. Also die erste Regel ist einfach wirklich sich immer bei jedem Einkauf einen Zettel geben zu lassen, sage ich mal ganz, ganz einfach. Hat man ja als Privatperson, da braucht man ja oftmals die entsprechenden Nachweise gar nicht und sagt sich, ich habe jetzt bezahlt, alles gut, schick, mehr brauche ich nicht. Aber im Steuerrecht gilt eigentlich, wer schreibt, der bleibt. Das ist so ein Grundsatz, den wir immer sagen, alles aufheben. Ich komme frisch vom Studium und habe mir im Februar das erste Mal da so eine Nummer vom Finanzamt geholt und bin total unwissend, was jetzt alles passieren kann im schlimmsten Fall. Welche Dinge sollte ich unbedingt vermeiden? Ich sag mal so, die ersten 3 Jahre hat eigentlich jeder Selbstständige Ruhe vor dem Fiskus. Kann ich euch ganz einfach beruhigen. Die ersten 3 Jahre warten die einfach. Die schauen da einfach nur zu. Ja, die sind da also ganz entspannt, ja, und gucken einfach, schauen wir mal, was der oder diejenige macht. Und so ab dem 4., 5. Jahr wird man interessant. Und dann fangen die an, sich mit der Sache zu beschäftigen. Das ist halt von vornherein eigentlich wichtig, wenn man anfängt oder vorher, bevor man irgendein Geschäft tätigt, sich mal zu informieren. Entweder beim Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer geht auch, aber das reicht ein bisschen zu viel. Was ist das eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Ist das freiberuflich? Ist das gewerblich? Ist das umsatzsteuerpflichtig? Ist das gewerbesteuerpflichtig? Einkommensteuerpflichtig? Also man sollte diese Dinge halt vorher besprechen, das sage ich dem Robert auch immer. Der hält sich auch immer nicht dran, nee, häufig nicht dran suchen. Hat sich schon gebessert. Aber ich sage immer, er soll vorher fragen, bevor er sich ein neues Geschäft ausdenkt. Und nicht erst hinterher sagen, hallo da, ich habe jetzt da, war da auf Bali 4 Wochen und da ist alles super. Und hier sind die Unterlagen. Und dann sage ich immer, ja, hättest du mal vorher gefragt, ja, wir hätten dies noch regeln müssen und dieses noch regeln müssen. We'll be right back.
Aber natürlich immer schauen, okay, ich habe jetzt hier die Ausgabe und dann immer sich selbst prüfen, habe ich die jetzt eigentlich für mich privat gemacht oder habe ich sie für meine Firma? Und das ist das Ding jetzt ein bisschen so wie Schizophrenie, ja. Ich meine, ihr seid ja alle jeder eine Person, ja. Und seid ja nicht gespalten, habt ja keine gespaltene Persönlichkeit oder so, sondern ist eine Person. Aber wir im Steuerrecht, wir unterscheiden einfach zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen auf der anderen Seite. Und demzufolge, wenn ihr also ein Handy habt, dann wäre die erste Frage schon zu sagen, okay, dieses Handy wandert jetzt aus dem Privatvermögen in das Betriebsvermögen. Und dort bleibt es dann natürlich auch. Also diese Entscheidung muss man schon treffen. Und insofern würde ich also alles, was an Technik ist, also quasi Notebooks, Kameras, Handys, diesen ganzen Kram, Drucker, also alles, was man da so an Technik hat, was ihr das alle in den Händen habt und auf dem Schoß liegen habt, das ist alles aus meiner Sicht Betriebsvermögen. Und da hatte ich auch noch nie Ärger beim Finanzamt. Also selbst wenn eine Einzelperson 5 Rechner hatte, ja, hatte ich noch nie Ärger. Also hat noch nie einer irgendwie vom Finanzamt mich gefragt oder wollte einen Grund haben, wozu denn ein Unternehmer 5 als Notebooks braucht. Was ist los? Ich snacke noch ein paar Nachos und dann steige ich ins Taxi und dann geht's zum Flughafen, in den Flieger und dann nach Deutschland wieder und dann heißt es, Idee umsetzen, tschüss Bali, leider, aber es ist kein Abschied von uns allen und immer, sondern ich sehe euch ganz bald wieder und ich bin so glücklich, wieder kennengelernt. Das Besondere ist, dass wir nochmal alle zusammen sind, weil das nämlich unser letzter gemeinsamer Abend auf Bali ist. Aber es ist auch schön, dass jetzt quasi so ein Abschied in Etappen, weil am Wochenende in der Entrepreneur University sind wir nochmal alle zusammen und richtig abgehen. Von daher ist gerade trotzdem keine traurige Aufbruchstimmung, sondern alle sind happy und freuen sich und vorbereiten. Jetzt geht's erst richtig los. Geht so. Das ist auch erst 40% der Talentspiele, ne? Das ist jetzt alle so Ende. Das ist geil. Geht gerade erst los. Freunde, heute gibt es nochmal die fette Ladung Bali-Vibes und die fette Ladung Struktur für zu Hause. Bei mir steht heute an, die Workshops von gestern schneiden. Okay, ja. Genau, das ist total geil, Leo. Wir machen, unverwackelt sein. Wir machen einfach deinen Ton raus und dann sieht es aus, als wäre es so ein Rap-Video. Jo. Okay. Okay, Outtake gesichert. Nicht, dass du dich am Ende beschwerst, du hast nämlich Outtakes gehabt.